Hallo ihr Lieben, heute wollte ich mal ein Video drehen, um zu zeigen, wie man überhaupt bei YouTube Untertitel zufügt. Wir nehmen mal dieses Video hier, Unkraut wirksam bekämpfen, das hat noch keinen Untertitel. Ich gehe jetzt hier auf Bearbeiten in dem Video. Und da gehe ich dann hier oben auf Untertitel. So, dann hat er hier schon automatisch deutsche Untertitel zugefügt. Der liest dann sozusagen die Sprache aus und schreibt einem dann Untertitel dahin, was er versteht. Oft sehr viel Blödsinn, wenn man da mal draufklickt, sieht man hier, was er da von dem, was ich in dem Video spreche, verstanden hat. Das kann man ändern, indem man hier auf Bearbeiten geht. Ich werde jetzt mal diesen ganzen Text hier durchgehen, den korrigieren. Einmal die Groß-Kleinschreibung hier mal ändern. Wenn man deutlich spricht, wie man sieht, macht er dann auch eigentlich ganz anständige Sachen, dann sind nicht so viele Fehler drin. So, hier so ein typisches Beispiel, wo er da kuckert. Was soll kuckert überhaupt sein? Ich höre mal eben rein, weil ich jetzt gar nicht weiß, was ich da stattdessen gesagt habe. Wuchert. Groß- und Kleinschreibung mache ich deshalb, weil es gibt ja auch Worte, die es sowohl in Deutsch in groß geschrieben als auch in klein geschrieben gibt und die dann verschiedene Bedeutungen haben. Manchmal ist es nur Nomen und Verb, aber manchmal ist es dann eben auch was ganz anderes. Zum Beispiel, wenn ich schreibe wegen im Sinne von wegen dir habe ich das und das gemacht, ist es was völlig anderes, als wenn ich sage, auf den Wegen liegt Gras oder so. Ja, also das ist dann anderes wegen, aber wenn ich das dann hinterher in den Untertiteln nicht unterscheide in Groß- und Kleinschreibung und will die Untertitel übersetzen in andere Sprachen, dann kommt da wahrscheinlich auch nochmal Blödsinn raus. Deswegen Groß-Kleinschreibung sollte man auch ändern. Ja, warum mache ich mir die Mühe? Die mache ich mir deshalb, weil man natürlich mit Untertiteln die Möglichkeit hat, auch Leute zu erreichen, die zum Beispiel nicht mit Lautsprecher gucken können. Es gibt natürlich Leute erstmal, die taub sind oder schwer hörgeschädigt und deshalb Videos mit Untertiteln bevorzugen. Es gibt aber auch Leute, die zum Beispiel im Büro sitzen und da keinen Lautsprecher haben oder ihn nicht da anmachen können, trotzdem gerne ein Video gucken wollen. Da sind Untertitel dann auch hilfreich. Und ihr habt die Möglichkeit, die Untertitel halt hier über Google, wenn ihr sie gut eingepflegt habt, auch in andere Sprachen automatisch übersetzen zu lassen. Was dann auch wieder die Möglichkeit gibt, dass auch Leute, die eure Sprache nicht verstehen, sich dann mit Untertiteln eure Videos angucken können. Klar, dieser automatische Übersetzer ist natürlich nicht perfekt. Wie alle automatischen Translator macht er natürlich auch teilweise Unsinn, ist aber immer noch für denjenigen, der die Sprache gar nicht versteht, besser, als wenn da eben nur eine Fremdsprache ist. Deswegen mache ich die auch jetzt sehr ordentlich, damit eben bei dem automatischen Übersetzen möglichst wenig Fehler passieren. So, jetzt habe ich alle meine Untertitel hier überarbeitet, die Rechtschreibfehler entfernt und die Verständnisfehler. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr hier auf Änderungen veröffentlichen. Dann speichert er euch das ab. So, jetzt habt ihr hier immer noch einmal Deutsch automatisch und jetzt zusätzlich nochmal Deutsch. Deutsch automatisch ist weiterhin der falsche Text. Den könnt ihr jetzt, nachdem ihr den richtigen reingefügt habt, löschen, indem ihr nochmal auf Deutsch automatisch geht und dann hier auf Veröffentlichung rückgängig machen. Dann löscht ihr euch den automatischen Text, geht ihr hier auf Entwurf löschen und dann habt ihr nur noch den, den ihr vorher korrigiert habt. Jetzt gehen wir nochmal auf Bearbeiten und fügen jetzt andere Untertitel ein, indem wir den vorhandenen Untertitel, den wir jetzt hier gerade gemacht haben, in andere Sprachen übersetzen lassen. Dann geht ihr eben wieder hier auf die Karte Untertitel und dann neue Untertitel hinzufügen. Hier habt ihr die Möglichkeit, mehrere Sprachen einzufügen. Ich mache das jetzt mal in verschiedensten Sprachen. Als erstes mal Englisch. Einfach hier Eng eingeben, bis Englisch erscheint, draufklicken. Dann auf neue Untertitel erstellen. Dann geht ihr hier auf automatisch übersetzen. Und dann schreibt ihr euch hier drunter das, was ihr in Deutsch geschrieben habt, in Englisch. Wie gesagt, es sind Fehler drin. Ich kontrolliere das jetzt nicht. Also ich gehe davon aus, wer die englische Sprache beherrscht, der wird sich, auch wenn da jetzt kleine Fehler drin sind, trotzdem denken können, was gemeint ist. Ebenso, wenn ich das in den anderen Sprachen gleich mache. Dann geht ihr hier auf Veröffentlichen. Und dann habt ihr hier Englisch. So, das mache ich jetzt mit verschiedenen Sprachen. Ich nehme meistens alle europäischen Sprachen, die es so gibt. Ich habe mir irgendwann mal eine Liste angeguckt, wo drin stand, welche Sprachen weltweit am meisten gesprochen werden. Da war natürlich dann Englisch dabei.
Spanisch, Portugiesisch alleine durch Südamerika, aber auch eben Chinesisch und Hindi, Bengalisch. Das ist auch eine der Sprachen, die von massemäßig vielen Menschen gesprochen wird, weil es halt einfach sehr viele Leute in Indien und der Region gibt, die eben diese Sprache sprechen. So, und dann habe ich sie, glaube ich, alle zusammen, die ich so haben wollte. Das einfach mal als kleine Demonstration, wie ihr Untertitel in verschiedenen Sprachen bei YouTube zu euren Videos zufügt. Ich hoffe, das Video war für euch ein bisschen interessant und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bye.